Dienstag, 19. Juni 2018, 18.21 Uhr vor der Fußballweltmeisterschaft hatte Rúrik Gíslason isländischen Medien zufolge rund 40.000 Abonnenten auf Instagram, eine ziemlich ordentliche Zahl für einen Spieler des deutschen Zweitligisten SV Sandhausen. Aber dann hatte Gíslason sein WM-Debüt, als Einwechselspieler kam er in der 63. Minute für Johan Gudmundsson in die Partie gegen Argentinien. Seit seinem WM-Debüt ist Gíslason nun ein Social-Media-Star. Stand Dienstagnachmittag schoss die Zahl der Instagram-Follower des Flügelspielers seit dem historischen 1:1 gegen Messi und Co. auf mehr als 514.000. Vor allem in Südamerika, das legen die Social-Media-Kommentare nahe, gewann der muskulöse Mann mit dem zu einem kleinen Zopf gebundenen blonden Haar und dem Bart demnach zahlreiche neue Fans. Bei der Europameisterschaft 2016 konnte Rúrik Gíslason noch nicht begeistern, Islands Marsch ins Viertelfinale verpasste er verletzungsbedingt. Gíslason ist der Hype dem Vernehmen nach peinlich, dazu geäußert hat er sich bislang in der Öffentlichkeit noch nicht. Den Hashtag zum Hype verpasste Gíslason übrigens ein Teamkollege, Raute Sexy Rúrik twitterte Kári Árnason unter ein Mannschaftsfoto der Isländer in Anzügen. Aufmerksamkeit für sein Äußeres dürfte Gíslason jedenfalls nicht völlig neu sein. Schließlich hat der 30-Jährige nebenbei für eine isländische Outdoor- und Funktionsbekleidungsmarke gemodellt. Auf dem Platz gibt Gíslason meist den Rechtsaußen, politisch nicht ganz, er kandidierte 2016 bei den Parlamentswahlen für die liberal-konservative Unabhängigkeitspartei. In der Winterpause 2017/18 wechselte Rúrik Gíslason innerhalb der zwei Bundesliga vom 1. FC Nürnberg zum SV Sandhausen, wo er in der Rückrunde in 15 Spielen 3 Tore erzielte und seinen Vertrag schon vor der WM bis 2020 verlängerte. Seine neuen Instagram-Fans können ihn dabei sehen, wie er seinem Vater das nahe Sandhausen gelegene Heidelberg mit seinem Schloss zeigt.